Die Menschheit hat sich bereits im Laufe der Geschichte über die Tiefen des Universums gewundert. Die große Frage war, was sich jenseits des Weltalls bzw. des Universums und der Sterne befindet. Denn was wir mit unseren bloßen Augen sehen oder im Lichte der Wissenschaft erforschen können, hat seine Grenzen. Trotz voranschreitender Technologie wird das Wissen über das Universum auch in Zukunft begrenzt sein. Der Islam verrät uns allerdings sehr wichtige Dinge über das verborgene Geheimnis über das Jenseits des Universums. Denn eines Nachts wurden die Tore dieses großen Geheimnisses geöffnet. Für einen Augenblick war die Reise ins Jenseits der Sterne und Galaxien möglich. Ein Augenblick, der fast nicht endete. Wir schreiben das frühe 7. Jahrhundert nach Christus. Eines Nachts wurde Mohammed nach der Überlieferung aus seinem Bett abgeholt und mit einem besonderen Reittier nach Jerusalem gebracht. Von dort stieg er in Anwesenheit des Erzengel Gabriel in den Himmel. Auch wenn man dieses Ereignis als Himmelfahrt bezeichnet, lässt die Tatsache, dass Engel Gabriel ab einem bestimmten Punkt nicht weiter mitreisen konnte und Mohammed die Reise alleine fortführte, keine Zweifel daran, dass es sich um eine andere Dimension jenseits des Universums und nicht um eine Reise über die Wolken, wie der Name es vermuten lässt, handelt. Durch geheimnisvolle 7 Sphäre soll der Gesandte Gottes gereist sein, bis er schlussendlich das Tor, oder wie wir es heute nennen mögen, das Portal des Geheimnisses aller Geheimnisse erreicht und durchquert haben. Später erklärte der Prophet, dass er in der ersten Sphäre hunderttausende Engel, in verschiedensten Formen, wie wir es uns nicht vorstellen können, sah. Betend, etwa mit Angesicht zu Boden, waren sie alle einfach nur da. Einer der Engel, der zur oberen Hälfte aus Schneeflocken und zur unteren Hälfte aus Feuer geschaffen war, fiel dem Gesandten Gottes auf. Dann sah er eine menschliche Gestalt aus Licht, das Klamotten ebenfalls aus Licht trug und auf einem Thron saß. Als der Prophet Engel Gabriel neugierig nach dieser Person fragte, antwortete Gabriel, dass es sich dabei um den ersten Menschen, also dem Gesandten Gottes Adam, handele. An der rechten und der linken Seite von Adam standen etliche Menschen. Mit einem Lächeln blickte er nach rechts und mit einem traurigen Blick nach links. Wie Mohammed es später erklärte, handelte es sich bei den Menschen auf der rechten Seite um gute Menschen, die im Diesseits Gutes getan haben. Bei den Menschen auf der linken Seite soll es sich um böse Menschen mit bösen Absichten im Diesseits gehandelt haben. Als Prophet Mohammed in der 2. Sphäre ankam, sah er weitere etliche Engel und traf die beiden Gesandten Gottes, Jesus und Johannes. Ein riesiges Baum mit unendlichen Blättern fiel ihm auf, wie er laut den Überlieferungen später erklärte. Unter diesem Baum soll sich ein ganz besonderer Engel, in einer Form wie kein anderer gestanden und von einem Schüssel, der unter dem Baum stand, Laub gesammelt und diese an die anderen Engeln verteilt haben. Erzengel Gabriel erklärte dem Gesandten, dass es sich bei dem Engel um den Todesengel handele und er die getrockneten und vom Baum abgefallenen Blätter an die anderen Engel verteile. Denn jedes Mal, wenn ein Blatt vom Baum herabfiel, bedeutete dies, dass ein Mensch im Diesseits starb. Und jedes Mal, wenn ein neues Blatt am Baum wuchs, ein neuer Mensch im Diesseits geboren wurde. Auf den Blättern sollen die Namen aller Menschen der Welt gestanden haben. Als der Prophet sich dem Todesengel näherte, sagte dieser zu ihm: Der Schöpfer hat nie zuvor einen so gesegneten Menschen wie dich erschaffen. Deine Gemeinschaft ist ebenfalls die am gesegnetsten unter allen Gemeinschaften. Ich, der Todesengel, bin deiner Gemeinschaft gegenüber barmherziger als ihre eigenen leiblichen Eltern. In der 3. Sphäre sah Mohammed unter anderem Prophet Josef, der im Diesseits und Jenseits ein Beispiel für Schönheit darstellte. Eine Weile später kam er an einem Meer an, das aus Feuer geschaffen war. Am anderen Ende des riesigen Meeres befand sich ein Tor zur Hölle, durch das der Prophet durchschauen und die Hölle betrachten konnte. In der 4. Sphäre sah der Prophet ebenfalls ein Meer, mit der Unterschied, dass es aus Schnee geschaffen war. Außerdem traf er die beiden Gesandten Andreas und Noah. In der 5. Sphäre, die aus rotem Gold geschaffen war, traf Mohammed den Gesandten Aaron und sah ein Meer, das dem der weltlichen, wie wir es kennen, ähnlich war. In der 6. Sphäre, dessen Dimension einem gelben Rubin geähnelt haben soll, sah Mohammed den Erzengel Michael und traf den Gesandten Moses. Dieser sprach zu Mohammed: Diese Nacht wirst du mit Gott höchstpersönlich gesegnet werden. Denn du wirst ihn treffen. Es müssten mittlerweile Milliarden von Lichtjahre von der Erde entfernt sein, wenn man die Erzählungen Mohammeds, insbesondere die Erklärungen über die Zeitdauer in Bezug auf die Entfernung mit seinen eigenen Worten, mit heutiger Blickwinkel und heutigem Wissensstand betrachtet und definiert. In der 7. Sphäre sollen sich, wie in allen anderen Sphären, auch etliche Engel befanden haben.
Diese sollen allerdings, im Gegensatz zu denen, die er in den vorherigen Sphären sah, viel größer gewesen sein. Sie sollen in verschiedensten Sprachen gesprochen haben, die wir uns nicht vorstellen können. Später sah der Prophet den Erzengel Raphael, dessen Haupt sich bis über die siebte Sphäre erstreckte. Einige Zeit später sah Mohammed einen Mann, der mit zwei Kindern spielte. Dabei soll es sich um Abraham gehandelt haben. Dieser wandte sich mit den folgenden Worten an Mohammed: Bring meinen Gruß an deine Gemeinschaft und sag ihnen, dass die Welt vergänglich und das Ende der Welt nah ist. Gott schenkt der Welt nicht einmal so viel Achtung, wie die Achtung gegenüber der Flügel einer Fliege. Die Menschen sollen der Welt und den weltlichen Sachen ebenfalls keine Achtung schenken. Nach der siebten Sphäre kam Mohammed an einem Ort an, welches Haus Marmor genannt wird. Dieser Ort soll die Wallfahrtsstätte etlicher Engeln gewesen sein, die einen Ritual, vergleichbar mit der Pilgerfahrt zur Kaaba im Diesseits, abhielten. Ständig sollen je 70.000 Engeln, sich abwechselnd, in diesen Ort gepilgert und ihr Ritual verrichtet haben. Wenn man den detaillierten Erzählungen des Gesandten mehr Aufmerksamkeit schenkt, scheint es so, als ob dieser Ort einen Parallelort in einer anderen Dimension zur weltlichen Wallfahrtsstätte darstellt. Es wirkt so, als ob dieser Ort so etwas wie das rituelle Zentrum aller Dimensionen zu scheinen sein mag. Schlussendlich erreichte Mohammed den Sitrat al-Muntaha, also den Lotusbaum an der äußersten Grenze, die niemand überqueren kann. Ab diesem Zeitpunkt sah der Prophet auch den Erzengel Gabriel, der ihn bis zu diesem Ort begleitete, in einer ganz anderen Form. In seiner wahren Form, wie er später erklärte. Es war anscheinend so, als ob sich die Dimension, in der sie sich befanden und die ohnehin schon unerklärlich war, in eine ganz andere entwickelt hat. Der Prophet berichtete später auch, dass er Farben gesehen hat, die er nicht kennt und nicht beschreiben könne. An diesem Ort angekommen, wandte sich Erzengel Gabriel zu Mohammed und sagte, dass er ihn ab nun an nicht mehr begleiten kann. Denn wenn er dies doch noch tun würde, würde er vernichtet werden, sagte er. Mohammed führte seine Reise also alleine fort. Auf dem Weg zum Geheimnis aller Geheimnisse hörte der Prophet den Ton eines schreibenden Stifts. Der Ton soll sehr laut gewesen und die ganze Dimension mit seinem Schall im Sturm erobert haben. Die Reise endete schlussendlich da, wo der Erste, der Letzte, der Ewige, der Unendliche, der Allmächtige und der Allwissende sich befand. Er war da, wie als ob sein Dasein kein Anfang und kein Ende hatte. Seine Existenz ließ Mohammed nunmehr verstehen, dass er immer existierte und immer existieren wird. Ja, der Prophet stand dem Schöpfer und dem Erhalter aller Dinge gegenüber und hörte ihn. Nachdem die Reise zu Ende und der Prophet wieder zurück auf der Erde war, stand er unmittelbar neben seinem Bett. Erzengel Gabriel hatte ihn zu Beginn der Reise genau von diesem Bett abgeholt. Der Prophet blickte sich ein wenig um und legte seine Hand auf das Bett und merkte, dass das Bett noch warm war.